Ja, hat Bonarad denn hier einschend oder müssen wir, sind die überhaupt vorhanden Bonaret als nicht, nein. Krankenhaus? Bonaret nicht. Aber du kannst diese merkwürdigen, bleichen Kreaturen erkennen, mit denen Abelmir damals einen Pakt geschlossen hat. Will man? Die Wilmaats. Wie sind die jetzt die einzigen, die auf dem Basar? Hier auf dem Basar, ja. Ich Sind glaube. tief, also du kannst sie auf alle Fälle an ihrem Wappen erkennen. Und ihre Kapuzen sagen natürlich wenig über sie aus, sind natürlich schwarz gewandet, fast wie Magier. Und das weiße Gesicht, die weiße Nasenspitze, die dann aus diesem dunklen Umhang hervorragt, ja, höchstwahrscheinlich, du weißt nicht genau, ob sie irgendwie hochstehende Mitglieder sind, aber sie scheinen sich wohl von diesen Gerüchen hier unten nicht abspenstig machen zu lassen, von diesen Geräuschen, die umherum kratzen. Und ja, sie haben hier auf alle Fälle einen Stand. Und merkwürdige Dinge, die sie wohl aus der vom Grund des Sees oder vom Grund des Meeres hervorgezogen haben. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, Rafim. An Willmann will ich nicht verkaufen. Ruhe mich in meiner Verhandlungsvision größtenteils auf meinen Ruf in der Armada aus. Die Willmanns sind nicht fürs Seefahrerei bekannt. Ja, meine Güte, jetzt verkauft die Scheiße doch einfach an irgendwen. Insofern ich die Bücher einschätze. Letzter Zeit haben wir erheblichen Schaden genommen. Das wird eine Auswirkung auf unsere Kasse haben. Ich will nur sicher gehen, dass wir da nicht irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Ich glaube nicht, dass der Kapitän das zugeben würde. Ja, ihr habt natürlich recht. Ja, dann verkauft halt an einen von denen, was auch immer der Typ da vorne ist. Die Oder der Bornländer. da. Meinst du? Ja, Oder warum Flaminen? nicht? Ja, warum nicht? Wir könnten es wohl wirklich mal mit den Bornländern versuchen, aber sollte Woltax dann wieder dabei sein? Gebt mir beide Ja. mal einen Wurf auf Kriegskunst. Hilft Seegefecht als Spezialisierung? Wir sind auf dem Schiff. Ja, Aus nee, Sicht. hilft nicht. Aber eure Alan Fahne, oh Gott. Ja, 5 Punkte. Das reicht Ja, aber. das ist Rafim, reicht Kartografie. das? Du bekommst noch Erleichterung. Du kannst erkennen, wie hier ein Mann in militärischer Uniform mit einem Brustpanzer, wie ihn normalerweise die Conquistadores tragen, und einem schwarz gekrönten Raben dann auch irgendwo an euch vorbeigeht. Interessiert sich wohl auch nicht für die Dinge der Wilmans. Er sieht militärisch aus, aber wohl als Marketender, also jemand, der fürs Militär einkauft. Und du erkennst an ihm die Wappen des Hauses Methuant. Ja, ich würde Diamantis mal anstoßen. Hey, Diamantis. Der sieht doch gut aus. Oder was denkt ihr? Ist es nur ein Bote des schwarzen General oder ist es der schwarze General? Ist es nicht Oderin? Oderin Der wird Methuan hier ist wohl es kaum nicht. in seiner Freizeitkleidung rummarschieren und Erdbeeren Ich kaufen. weiß ja nicht. Oder ist Aber es vergehen. ist auf alle Fälle ein Unterhändler, der für ihn hier irgendwie kauft. Ein Ich Bote denke. Ja. des schwarzen Generals. Das könnte ein wahrhaftiger Glücksfall sein. Ja, da habt ihr recht. Ich denke, da sollten wir einen guten Eindruck machen. Ja, schnell, dann erwischen wir ihn noch. Hat er irgendwelche Rangabweichen auf seiner Form? Welchen Oberst. Rang nimmt er ein? Oberst. Oberst. Ist also ziemlich hoch. Ja, dann trete ich schnellen Schrittes auf ihn zu. Oberst. Er dreht sich um, kann seine schneidige Nase erkennen, fast wie ein Rabe selbst. Und aus tiefen schwarzen Augen blickt er euch an. Erst zu dir, dann noch zu Rafim und ein angedeutetes Nicken. Rafim.
Ja, immer wieder eine Freude, Männer des Schwarzen Admirals zu treffen. Es ist mir eine Freude. Was verschlägt euch in die Stadt aus den Tiefen? Naja, Geschäfte mit Leuten, mit denen wir eigentlich keine Geschäfte machen wollen. Und euch? Ebenso. Und naja, dann machen wir doch einfach Geschäfte mit es wollen. Wir haben ein wenig was aus Maraskan mitgenommen und wollen es loswerden. Vielleicht könnte sich der schwarze General daran interessieren. Maraskan-Stahl. Gekauft. Ich dachte, ihr fangt jetzt mit Rauschgurken an oder irgendwelchen Gewürzen. Maraskanischer Stern ist sehr willkommen. Naja, wie ist denn eure Situation so? Man hört ja relativ wenig. Nun, wir bereiten uns auf das Kommende vor. Ja, vorbildlich. Es geht das Gerücht, dass der schwarze General wieder zurück in die Hauptstadt kehrt. Oh. Tatsächlich. Dafür müssen wir vorbereitet sein. Die Frage ist nur, ob er das mit oder ohne Segen des Patriarchen tut. Oderin de Metoir ist um das Wohlergehen der Stadt besorgt. Ebenso wie der Patriarch. Ja, das Wohlergehen. Die zahlreichen Verfehlungen der Grandenhäuser lassen allerdings darauf schließen, dass sie sich der Hauptstadt und ihren Werten verkannt haben. Dabei blickt er mal rüber zu den Wilmans, die dort im Schwarz stehen und gerade wohl mit irgendeinem Krakonier verhandeln. Soweit mir Afrania damals erzählt hat, sind der Patriarch und der schwarze General nicht auf schlechten Fuß zueinander. Das könnte wirklich jemand brauchen, der mit Disziplin und mit harter Hand zugreift. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber maraskanischer Stahl ist gekauft. Ja, wunderbar. Nennt uns euren Preis zu einer vernünftigen Kondition und wir werden ihn an unser Deck bringen lassen. Wir können ihn besehen und erlaubt von 1500 Dukaten. Erlaubt mir eine Frage. Ist es noch möglich, den General selbst zu treffen? Für euch? Selbstverständlich, warum nicht? Er verweilt in seinem Exil. Aber wenn ihr ihn dort besucht, werdet ihr selbstverständlich die Aufwartung mit ihm machen können. Ja, ich werde dies einmal vorschlagen. Ich habe bereits gehört, dass ihr wohl das Perlenmeer patrouilliert, das ihr vor kurzem in Alanfa wart. Sollte euch euer Weg einmal in Richtung Süden bringen und ihr an Selem vorbeifahren müsst, dann sollte euch ein Weg um Port Korrat nicht herumführen. Ja, wenn ihr so freundlich wärt und uns Beurer wenn oder einen Boten schickt, dass ihr unseren Besuch ankündigt. Selbstverständlich. Wenn unser Schiff vollgeladen ist, werden wir wieder zurück nach Port Korrat kehren, den Stahl verarbeiten und ich werde dem schwarzen General sagen, dass ihr ihn sehen wollt. Er ist sicherlich daran interessiert, was aus euch geworden ist. Ich habe zu danken. Wollt ihr uns begleiten auf unser Schiff? Ich bin leider gerade noch dabei, den Bauch unseres Schiffes weiter zu füllen, aber die Waren, die ich hier finde, sind von mangelnder Qualität oder hoher Qualität, aber leider nicht den Ansprüchen, die ich brauche. Ich werde meiner Pflicht nachkommen und werde nicht auf euer Schiff einkehren, um dort über alte Zeiten zu reden. Ja, aber ihr müsst mir vergeben, diese Gelegenheit bietet sich doch gar so selten. Also gut, wenn ihr darauf besteht. Oh, ich will euch doch nicht abhalten. Der schwarze General würde mich durch ganz Alanfa peitschen.
Lasst mir noch 5-6 Stunden Zeit auf dem Markt und dann werde ich zu euch kommen. Ja, wunderbar. Ich bringe ein paar Zigarren mit. Dabei lächelt er in Richtung von Diamantis. Ja, und ich habe wieder das leichte Grinsen. Dann gibt er euch seine riesige Hand. Für den Patriarchen. Für Al-Anfa. Für den Patriarchen und Al-Anfa. Für die Heimat. Ja, was wollen derweil die anderen tun? Zulamin vielleicht? Ja, Zulamin ist ja runter in die Kapelle gegangen. In was für einem Zustand finde ich die vor? Sie ist auf alle Fälle verwüstet. Du kannst erkennen, wie zahlreiche Bücher umhergerissen worden sind. Die Seiten wurden rausgerissen. Du kannst sehen, die Altartische umgekippt worden sind, draufgesprungen, sodass sie dann auseinandergebrochen sind. Also die Kapelle ist entweiht, möchte man meinen. Ja, Zulamin sieht sich traurig das Ganze an. Wahrscheinlich sind auch die Bildrollen runtergerissen, die sie vor langer, langer Zeit mal in Zorgan gekauft hatte und hier aufgehängt. Und ja, macht sich dann daran, soweit möglich die Kapelle wieder in Ordnung zu bringen. Du kannst auch sehen, dass es hier wohl jemand wirklich großen Spaß hatte. Hier hat sich jemand viel Zeit genommen, um hier zu wüten. Und du kannst mal auf Deuten der Zeichen würfeln. Zwar ist die große Spieluhr oder die große Sanduhr heruntergerissen, die du immer benutzt hattest, um in dem Sand zu lesen, aber was dir jetzt auffällt, ist, während du die Scherben beiseite räumst, ist, dass die Scherben wohl in einem gewissen Muster zusammenliegen oder... Ha, verdammt. Also, du kannst nicht mehr den genauen Ursprung... Irgendetwas stand da wohl geschrieben, also zufällig zerbrochen. Ja klar, das kann immer sein, aber... Hättest du die Scherben nicht beiseite geräumt, dann hättest du sicherlich in dem Scherbenhaufen, so wie sie zerbrochen sind, etwas lesen können, aber... So ist das Bild jetzt natürlich beschädigt. Also eine Sanduhr hatten wir da unten nie, aber eine Sandschale? Die Sandschale, ja genau, mit dem Pendel. Mhm. Ja, Zulamin besieht sich stirnrunzelnd den Sand am Boden und ja, bemüht sich dann, den zusammenzufegen und wieder in die metallene Schale zu befördern. Aber so wirklich schlau wird sie aus dem Ganzen nicht. Ja, und wenn das Ganze, sagen wir mal, notdürftig wieder in Ordnung gebracht ist, setzt sie sich eine Weile dahin und überlegt sich, wie sie nach all dem Schlamassel die Mannschaft noch erreichen kann mit ihren Worten. Und ja, wenn sie soweit zufrieden ist, macht sie sich auf die Suche nach Hasswulf. Ja, den findest du in seiner eigenen kleinen Kajüte, wo er wohl gerade im Schneidersitz auf seinem Bett sitzt und er hat sich wohl Salzwasser über den Kopf geschüttet, sodass seine Haare leicht silbrig klebend an ihm herumhängen, nass wie sie sind, und er brummt dir nur noch zu. Also es gibt kein Abenteuer oder sowas, aber er öffnet sein verbliebenes Auge und schaut dann, wie du die Tür hinter ihm zumachst. Hasswulf, alles in Ordnung mit euch? Alles gut. Ich suche vielleicht ebenso wie du Zeichen. Zeichen von Svafnir. Habt ihr die Kapelle gesehen? Habe ich. Ich habe sie zwar nicht oft benutzt, aber hast du schon gut hergerichtet, muss man ja sagen. Ja, schade drum. Aber Laalkasch und Angrosminia werden das sicherlich bald wieder hinbekommen. Keine Sorge. Antworten finde ich trotzdem nicht. Ja, davon lassen wir uns nicht aufhalten, oder? Weißt du, legt ihm die Hand an die Schulter und schüttelt ihn so ganz leicht. Weißt du, es ist so, als würde Svafnir so weit draußen hier nicht mehr mit mir sprechen. Weißt du, ich kann doch seinen Willen erfüllen. Ich kann seine Kraft in mir kanalisieren, aber ich höre ihn nicht mehr.
Sein Wahlgesang ist leiser geworden. Ich glaube, er leidet. Ich glaube, irgendetwas hat furchtbare Wunden in ihn geschlagen. Allein es auszusprechen. Du siehst, wie eine Träne an seinem Auge runterrinnt und eine weitere blutige Träne an seiner Augenklappe entlang. Nein, das glaube ich nicht, Haswulf. Ich denke nicht, dass es Vafnir ist, der leidet. Es ist einfach, wir sind so weit weg von eurer Heimat und schon so lange in der blutigen See, dass ich denke, ihr es einfach seid, die ihr so weit weg seid. Und schon viel zu lange Zeit. Ich habe damals schon mit Yalan, mit Greifenmund, dem verdammten Greifenmund, habe ich schon die blutige See befahren. Mit Ragnar, der Kleine. Den hast du gar nicht mehr kennengelernt. Ein beschissener Bade. Koch, Smutje, wie auch immer. Er hatte viele Professionen, denen er nachgegangen ist. Manchmal glaube ich, ich müsste zurückkehren nach Torval. Was ist jetzt anders, Haswulf? Ist das euer Auge? Ihr habt wirklich sehr gelitten in letzter Zeit. Nee, ich habe mein Auge gerne gegeben. Für euch, für den Kampf. Um ein paar Paktiere zu töten, darum geht das nicht. Hast schon gemerkt, dass ich leide in letzter Zeit, aber es liegt nicht nur an meinem Auge. Es kommt dazu, ja, und es tut weh. Es tut jedes Mal verdammt nochmal weh. Ich möchte mir irgendetwas reinstechen, wenn es schmerzt, aber es ist ja schon weg. Weißt du, es ist dieser Phantomschmerz. Nedja hat das schon gesagt. Sie sagte, dass es vielleicht helfen kann, wenn ich mir ein Holz oder ein Glasauge reinstecke, aber das will ich nicht. Dann leide ich lieber. Nein, es geht vielmehr darum, dass Svafnir leise geworden ist. Ich versuche, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Deswegen sitze ich auch hier so, aber es ist einfach so schwer. Nun, es muss für euch auch noch viel schlimmer sein, als nun für uns andere Geweihte an diesem Ort zu sein. Gerade hier. Tja, habt ihr vielleicht recht. Aber du warst ja auch in Zorgan. Da wo... Oder Elberum. Und Janka. Wie sie alle heißen. Gut, ich meine, in Janka gab es auch Brüder von mir, wenn man sie so nennen mag, aber für dich muss das auch schwierig gewesen sein. Vielleicht bin ich auch einfach an der falschen Küste, ich weiß es nicht. Verdammt, Zulamin. Manchmal, gerade in letzter Zeit, ich habe einfach das Gefühl, dass es das Beste wäre, wenn ihr mich in Kuntium oder in Zorgan gehen lasst, dass ich euch einen vernünftigen Gefährlicher einpackt. Und dann mit etwas mehr guter Laune umherzieht, als mit einem alten Drückeberger, einem alten Veteran wie mir. Nun, eine Ferdi würde uns schön einheizen. Ja, ich hasse auch diese Arschlöcher. Auch wenn das ja die falsche Metapher ist. Nun, wenn es wirklich euer Wunsch ist, uns zu verlassen, dann zögert nicht, das zu sagen, sobald wir das nächste Mal einen entsprechenden Hafen anlaufen. Ich weiß es einfach noch nicht, Sulamin. Ich habe Angst, verstehst du? Ich habe richtig Angst. Vafnir hat euch nicht verlassen. Ihr habt immer euer Möglichstes getan, um seinen Willen zu tun. Das ist es ja, was mir Angst macht. Es geht nicht darum, dass er mich verlassen hat. Damit könnte ich leben, weißt du, wenn ich gefrevelt hätte und er sich von mir abwendet. Ich weiß, dass ich immer seinen Willen erfüllt habe. Es geht darum, dass er leiser geworden ist. Verstehst du? Er ist ein Gott, Zulamin. Das ist er. Er ist verdammt nochmal ein Gott und er ist verletzt. Als würde Ranga selbst ein Stück aus seiner Flanke herausgebissen haben. Und es tut so weh, das auszusprechen. Es dem Ganzen ein Bild zu geben. Ihr wisst, Haswulf, der Landverschlinger hat sich erhoben. Und nun ja, Svafnir ist ein Krieger. Es war nicht anderes zu erwarten, als dass er sich
mit allem, was er hat und ist, in die Schlacht werfen würde. Ich denke, das ist das, was ihr spürt. Weißt du, es ist... Ich wusste, dass dieser Kampf schwierig wird. Und ich wusste, dass das Meer leiden wird und dass wir gutes Werk tun, aber... Weißt du, ich würde mein Leben geben. Ich würde mein letztes Bein, mein letztes Auge, meine Hände, ich würde mein Leben für Svafnir geben, aber er soll nicht leiden. Er soll nicht leiden. Wir tun unser Möglichstes, um ihn in seinem Kampf zu unterstützen. Aber es dauert alles so schrecklich lange. Und wir verfangen uns in politischen Winkelzügen, weil wir Verbündete brauchen. Aber zugleich fühlt es sich so nutzlos an. Du verstehst mich. Es ist genau das, was mir Kummer bereitet, dass wir Zeit verschwinden. Ich denke auch immer noch an diesen Rochen, der gefangen sein soll. Und der uns vielleicht auch in diesem Kampf beistehen könnte. Weißt du, selbst wenn er einem anderen Gott angehört, wenn er ein Alvaranyar ist oder ein gewaltiges Wesen, was von Effard geschaffen wurde oder von Kor oder von Svafnir, ist mir egal. Wenn wir ihn befreien und wenn er in diesem Kampf bei uns steht und dafür sorgt, dass es dem Wahlgott danach wieder besser geht, dann sag ich, wir befreien ihn. Wir müssen alles aufhauen, was wir haben. Unterstützung fürs Waffen hier. Sulamin nickt. Nun, dann würde ich sagen, dass wir fürs Erste einmal unsere Mannschaft wieder auf Vordermann bringen. Ich fürchte, die Männer werden demoralisiert sein nach letzter Nacht und all dem, was davor geschehen ist. Kann gut sein, dass gerade die Piraten uns hier verlassen. Dann haben wir keinen einzigen Mann mehr in den Segeln. Dann muss ich noch versuchen, die Halbmatrosen von der Arvis-Seeschule nach oben zu bringen und die Rausrotzer, wenn die Piraten uns tatsächlich verlassen, was ihr gutes Recht wäre, wegen dem Scheiß, den Diamantus abgezogen hat, dann sitzen wir hier fest und dann verlieren wir noch mehr Zeit. Es wird Zeit, dass wir zu Kreuze kriechen. Nicht wir. Diamantus. Nun, ich stimme mit ihm nicht überein in dieser Sache. Ich war nicht da und ich weiß nicht, ob wir mit dieser Mannschaft weiter segeln können, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, sie noch lange genug bei der Stange zu halten, bis wir wieder einen zivilisierten Hafen anlaufen können. Scheiße, diese Alrik-Verschwörung. Sie haben sich einen Spaß daraus gemacht, dass jedes Mal, wenn ich einen von ihnen verurteilt habe und zu peitschen ihm oder in den Kerker gesperrt habe, dann hat dann jeder von ihnen Alrik, hat er gesagt, dass er Alrik heißt, weil ich sie als Thulamiden nicht auseinanderhalten kann. Das war ein großer Spaß und Diamantis bringt es auf so ein ganz anderes Level, verstehst du? Ich habe das Gefühl, dass er meint, sich beweisen zu müssen. Ein würdiger Ersatz zu sein für Yalan und... Yalan war genauso ein Arschloch. Und sollte sich nie an Greifenmund ein... Er war so beschissen. Als wir das erste Mal aus Zorgon losgefahren sind, hat er einen Granatapfel auf unser beschissenes Schiff geworfen und das angezündet. Dafür hätte ich ihn Kiel holen lassen sollen. Ich erinnere mich an diese verrückte Aktion. So ein Arschloch. Ich soll sich ein Beispiel nehmen, aber nicht ein Greifenmund. Ganz sicher sollte er nicht versuchen, ihn zu übertrumpfen. Verdammt soll er sein. Tsunami, sorg dafür, dass uns die Piraten wenigstens nach Kunchum bringen. Danach können wir sie immer noch absetzen. Ja, ich weiß, sie haben es nicht verdient, Hasswulf, aber nun ja, vielleicht können wir ihnen ein wenig etwas Gutes tun. Ich würde gerne ein wenig Rum ausschenken lassen, aber ihr versteht, nicht zu viel. Wir sind an einem gefährlichen Ort und wir erwarten einen Angriff. Vielleicht könnt ihr mir helfen, das zu organisieren? Ich kann da gerade nicht rausgehen, tut mir leid.
ich kann einfach diese Stadt nicht betreten. Sie steht für all das, was Swafnir wehtut, und ich kann da nicht rausgehen auf einen beschissenen Bazar und irgendwie Rumpf die Männer holen. Diamantis hat das eingebrockt und er soll diese Suppe wieder auslöffeln. Ihr seid aus dieser Pflicht entlassen. Ihr müsst das Schiff nicht verlassen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr euch meine Rede anhört. Ja, das mache ich. Gespräche mit dir tun gut, Sulamin. Nun, ich hoffe, dass es Swafnir bald besser geht. Keine Sorge. Dass er triumphieren möge in diesem Kampf. Ich glaube, Effort leidet genauso. Wenn du ihn dir vorstellst als großen blauen Mann mit einem prächtigen weißen Bart oder so etwas, mit einem Dreizack, wie auch immer, stell dir genauso vor, dass er so leidet. Swafnir ist nicht der Einzige. Sie leiden alle da unten. Ja, deswegen sind wir hier. Ich weiß. Aber ich hoffe doch, dass wir nun auf dem Weg zu unserem Ziel nicht uns selbst verlieren. Nein, das sollten wir auf keinen Fall tun. Mit den falschen Mächten einen Bund eingehen. Aber bei diesem Krakenwesen ist es ja nicht dieser schwarze Rochenkönig. Habe ich ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, von wem er kommt, aber er ist nicht böse. Ob es nun Kor ist oder Effert, ich denke, beide sind auf unserer Seite. In diesem Kampf schon. Wir müssen ihn nur erst finden und ihn dann noch befreien. Ja, ich werde darüber nachsinnen. Danke für das Gespräch. Ich habe Kopfschmerzen. Er wischt sich ein weiteres Mal Blut aus seinem Augenwinkel. Lass mich etwas schlafen, ich habe Kopfschmerzen. Gut, ich lasse euch holen, wenn ich zu der Mannschaft spreche. Er erhebt sich noch einmal von seinem Bett und schließt dich in die Arme. Ich hab dich lieb. Ach, Aswulf. Es ist wirklich gut, euch dabei zu haben. Danke. Schwer mit mir manchmal, ich weiß. Gerade mit Abelmir. Verdammt Norasia, aber... Er lässt sich wieder sinken. Vielleicht solltet ihr den neuen Schwarzmagier beim nächsten Mal nicht verprügeln. Vielleicht kann er euch helfen. Nein, dazu stehe ich. Das würde ich jederzeit wieder machen. Und dann grinst er dich an. Also gut, raus aus meiner Kajüte. Er grinst zurück und verlässt die Kajüte. Nächstes Mal verwandle ich ihn in einen Lurch. Ja, Abelmir, du bleibst vor den großen, alten, knorrigen Regalen stehen. Das Holz ist mittlerweile fast versteinert und du kannst deine große Steintafel erkennen, die wohl mit Molurenhaut bezogen worden ist. Ein interessantes Schreibmaterial. Ich taste mal so ganz vorsichtig die Oberfläche. Da retten wir sie also. Etwas ganz Besonderes. Das Matsakarotschamastu. Eine Steinplatte aus dem achten Zeitalter, sagt man. Sagt mir der Name irgendwas? Das ist das Daimonikon. Ich weiß. Weiß ich nicht. Müsstest du mal auf Geschichtswissen, Magiekunde. Zählt die Magie dazu, oder? Ja, auf alle Fälle.